Eine Patientin kommt wegen ihrer akuten Rückenschmerzen zum Medimpuls, der Praxis, die eine neue schonende Therapietechnik in Österreich anbietet, mit der es möglich ist, die Bandscheiben wieder aufzubauen oder einen Bandscheibenvorfall ohne Operation zu versorgen. Grüß Sie, hallo. Grüß Sie, hallo. Wie geht es Ihnen heute? Ja, danke, etwas besser seit der letzten Behandlung. Ich merke, es zwickt schon noch ziemlich, also es ist nicht beschwerdefrei geworden. Und die Frage ist, was können wir jetzt weiter tun? Wie ich sehe, haben Sie Ihre neuen Befunde dabei. Ja, bin so, dabei. Vielen Dank. Dann schauen wir uns das mal an, was da vorliegt. Es bestätigt sich das, was ich letzte Mal schon bei der ersten Behandlung vermutet habe. Es handelt sich um Bandscheibenverschiebung. Hier sichtbar sogar auf mehreren Ebenen, wobei die Ihnen Beschwerden macht, ist die Bandscheibe zwischen 4. und 5. Lendenwirbel, die diese Symptome hervorruft. Was kann man denn da machen? Muss ich operieren gehen oder das erschreckt mich jetzt schon? Ja, Sie haben recht, es sieht bedenklich aus, aber zum Glück ist hier keine Operation zwingend notwendig. Wir haben ein operationsvermeidendes Verfahren dazu, wo wir Platz schaffen können in dieser Region, wo wir der Bandscheibe mehr Raum wiedergeben können. Aha, und wie funktioniert das? Was für Methode gibt es da? Wir haben eine spezielle Liege, die es ermöglicht, dass wir diesen Bereich etwas strecken. Und die möchte ich Ihnen gleich mal zeigen. Wir beginnen gleich heute mit der ersten Behandlung, dass Sie sie gleich spüren und merken, was da möglich ist. So, bitteschön, treten Sie ein. Das ist das SpineMate-Therapiesystem, was wir in Ihrem Fall anwenden werden. Dann bitte schön langsam auf den Rücken drehen, dass Sie da mit dem Becken zum Liegen kommen. Das sieht sehr gut aus von der Position. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein Polster unter die Knie. Ja, 1 und 2. Zur Fixierung des Beckenkamms gebe ich jetzt hier auf der linken als auch auf der rechten Seite Ihnen diese kleinen abgefederten Spangen hinein. Jetzt machen wir es ganz passgenau für Sie. So, jetzt pumpe ich noch ein kleines Polster auf unterm Lendenbereich. Spüren Sie es? Mhm. Ist das angenehm? Ja. Damit wir genau den Bereich, nämlich zwischen 4. und 5. Wirbel, erreichen, wird jetzt vom Gerät automatisch über den Computer gesteuert der entsprechende Winkel vorbereitet, sodass die Zugrichtung genau auf Ihrer Ebene landet. Mit der Fixierung ermöglichen wir, dass jetzt das untere Teil des Bettes, das nach unten gezogen wird, Ihr Becken quasi mitzieht. Und damit werden wir genau in dem Bereich zwischen 4. und 5. Wirbelkörper werden wir den Platz schaffen. Und dies ist der Notfallknopf, so genannt, wenn irgendwas ist, was Ihnen nicht behagt. Können Sie hier die Behandlung unterbrechen. So, zu Beginn können Sie noch einen Informationsfilm sehen, wo Sie noch etwas mehr darüber erfahren, was wir jetzt machen. So, hier haben wir dann alle Daten, die wir eingeben können. Als erstes die erste Zugkraft, die wir heute, mit der wir beginnen werden. Das sind in diesem Fall 37 Pfund. Das entspricht ungefähr knapp 17 Kilo, mit denen wir starten in dem Fall von Frau Schmidt. Bei Frau Schmidt stelle ich die Infrarotwärme mit ein. Das ist bei ihr sinnvoll, da sie kein akutes Geschehen hat. Generell muss man mit Wärme ein bisschen vorsichtig sein bei Rückenbeschwerden, weil wenn ich eine Reizung der Nervenwurzel habe, einen Entzündungsprozess, dann wird die Wärme kontraproduktiv sein. In ihrem Fall nicht. Hier wird es hilfreich sein, dass die Muskulatur noch besser entspannen kann. Diese stufenweise Steigerung, die wir hier sehen, die wir bewirken mit diesem SpineMate-System, zielt darauf ab, dass wir nach und nach das Gewebe aufbauen. Ein Ramping-Effekt nennt man das. Das heißt, wie eine Rampe wollen wir langsam höher steigen, bei Frau Schmidt immer weiter Zug ausrichten, sodass das Gewebe adaptieren kann, nachlässt, sich entspannt und wir diesen Vakuumbereich zwischen den beiden Wirbeln erzielen, der den therapeutischen Effekt bringen wird. Wie geht es jetzt weiter? Wie viele Behandlungen werde ich brauchen? Wir haben diesen von mir schon erwähnten Ramping-Effekt, das heißt, wir wollen von Sitzung zu Sitzung weiterkommen. Das erfordert eine relativ kurzfristige und kurz hintereinander folgende Behandlung, sodass wir sagen, Minimum 3 Behandlungen die Woche, Optimum sind 5 Behandlungen, wenn das zu machen ist. Aber 3 sollte man auf jeden Fall machen, ja. Weil wir sonst das Problem haben, dass der Effekt wieder verpufft im Laufe des Tages.
Ja? Wir brauchen diese Aufbauarbeit dabei. Studien haben gezeigt, dass um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, dass wir konstant für lange Zeit oder generell für immer Ruhe haben in dem Rückenbereich, 20 Sitzungen sinnvoll sind. Ja, und außer den Behandlungen muss ich noch irgendwas tun oder beachten oder Medikamente nehmen? Ganz, ganz wichtig ist, dass Sie Flüssigkeit zu sich nehmen, und zwar Wasser. Wasser trinken ist ganz wichtig für das gesamte Gewebe. Wie beim Hinlegen, jetzt bitte über die Seite wieder drehen, die Füße zur Seite und dann aufsetzen. Wie geht es Ihnen jetzt nach dem ersten Mal? Also ich merke, dass ich mich deutlich lockerer fühle, gerade hier im Lendenwirbelbereich, meine Schwachstellen, die ich da habe. Ja, merke ich eine deutliche Verbesserung. Sehr schön, wunderbar. Ich denke, wir machen so weiter. Gut so.